ist mal wieder Zeit für ein paar neue Infos zur Turbine. Endlich sind nämlich wieder neue Teile eingetroffen, die wir bestellt haben. Ein neuer Stator und ein neues Turbinendesign. Falls ihr auch solche Teile benötigt, schaut einfach mal in der Beschreibung für genauere Infos nach. Der Stator wird weiterhin hinter die Brennkammer geschraubt und verkleinert noch einmal die Querschnittsfläche, durch die die Abgase strömen. Dadurch können wir die Blätter des Turbinenrads etwas kleiner machen und die Anzahl von 8 auf 23 Schaufeln erhöhen. Es gibt dann aber auch noch eine kleine schlechte Nachricht, und zwar hat die Achse sich mit dem Spinner vorne bei einem kleinen Missgeschick etwas verbogen. Dazu mussten wir dann auf der Drehbank eine neue fertigen. Das haben wir dieses Mal aus einem Chrom-Molybden-Stahl gemacht, der noch etwas bessere Eigenschaften haben sollte als die alte Achse. Ebenso mussten wir noch eine Distanzhülse fertigen, die für den richtigen Abstand zwischen Rotor und dem hinteren Kugellager sorgt. Nun mussten wir noch die Befestigungslöcher in den Stator bohren. Hierzu hatten wir ein Alu-Rundmaterial so bearbeitet, dass es beide Teile zentrierte und wir durch die schon vorhandenen Löcher bohren konnten. Während ihr jetzt hier nochmal seht, wie die neuen Komponenten zusammengebaut werden, kann ich euch noch sagen, dass wir den hinteren Teil des Diffusors entfernt haben, da wir denken, dass der da eh nicht so richtig positioniert war und nicht so den Zweck erfüllte, wie er sollte. Wir werden die nächsten Wochen natürlich wieder mit ein paar Testläufen starten und halten euch darüber natürlich auch auf diesem YouTube-Kanal am Laufenden. We were traveling.